Für alle, die in den letzten Wochen ein bisschen geschlafen haben, ein kleines Update zum Thema Disney Plus. Ich hasse Disney Plus! Für allejenigen, die das zu leise, zu dezent und zu unauffällig gefunden haben und sich vielleicht überlegt haben, warte mal, was war jetzt genau Tokis Meinung zu Disney Plus? Ich glaube, ich habe das überhört! Es gibt eine ausführliche Videoreihe, wo ich in einigen Stunden erkläre, wieso meiner Meinung nach Disney Plus am Untergang der physischen Heimkinoindustrie schuld sein wird. Und ein perfekteres Beispiel als momentan gibt's ja nicht. Heute ist Sonntag, der 3. Mai 2020. Ich habe gerade erst vergangene Woche Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, bekommen. Und ab morgen offensichtlich ist dieses Teil dann schon auf Disney Plus. Yippie-ki-yay, Schweinebacken. Und das ist halt etwas, was ich persönlich absolut schade und katastrophal finde. Ähnlich übrigens wie die Tatsache, in welchem Zustand dieses Steelbook bei mir angekommen ist. Denn einerseits sehe ich hier auf dem Frontcover einmal einen recht fetten Kratzer. Andererseits habe ich dadurch, dass Amazon.de das Teil nur in einem Luftpolster-Dings verschickt hat, hier eine Delle und hier hinten eine Delle drauf. Sprich, dieses Teil wird von mir auf jeden Fall noch einmal bei Amazon reklamiert und ich werde irgendwann einmal im Laufe der nächsten Woche dann auch ein Austauschexemplar bekommen. Aber ganz ehrlich, ich möchte zumindest die Chance nützen können, euch diesen Titel hier auf dem Kanal vorzustellen, bevor er zum Streamen verfügbar ist. Anyways, Disney hat ja bereits in den letzten Monaten und Jahren es eigentlich immer wieder geschafft, die physische Heimkinoindustrie mit den Füßen zu treten, und so ist auch Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, eines von den Steelbooks, die ich gerne ebenfalls mit den Füßen treten würde, weil wer mich und meine Reviews und das, was mir bei einem Steelbook-Release wichtig ist, kennt, weiß, es gibt eines, was grundsätzlich das Allerwichtigste ist, und das ist die Tatsache, dass der fucking Filmtitel auf dem fucking Spine steht, was Disney aber offensichtlich bei einigen Titeln einfach nicht hinbekommt, so sehr sogar, dass sie es offensichtlich bei der neuen Star Wars Trilogie offensichtlich für eine bessere Idee gefunden hat, irgendwelche No-Name-Bilder von weitestgehend irgendwelchen No-Name-Charakteren aus der neuen Star Wars Trilogie drauf zu pappen, aber sehr wohl bei den quasi Spin-Offs wie Solo bzw. Rogue One es geschafft hat, den Filmtitel auf den Spine zu packen. Und ja, das könnte natürlich eben daran liegen, dass der Filmtitel hier grundsätzlich nirgends auf dem Steelbook zu finden ist, der Filmtitel hier grundsätzlich eingedeutscht ist und man vielleicht einfach nicht wollte, dass auf dem Steelbook der englische Titel steht, weil man das Publikum vielleicht für ganz dermaßen debil hält. Aber bei Rogue One und Solo ist es ja eben so, dass die Filmtitel international gleich sind. Das ist zumindest eine mögliche Begründung, die ich da finden konnte. Jetzt einmal eben abgesehen davon, dass man etwaige Vergleiche mit Exkrementen ziehen könnte. Anyways, ich habe hier das Steelbook eben mit der Blu-ray 3D und Blu-ray Auflage bekommen, dass die 4K-Version nicht ebenfalls in einem Steelbook mit dabei ist. Das lassen wir mal dahingestellt. Außerdem haben wir dieses Mal wieder so einen Quarterslip wie von Disney gewohnt. Ob der jetzt genau gleich hoch ist wie bei einigen anderen Disney Steelbooks, kann ich leider momentan mangels Vergleichsmöglichkeit nicht sagen. Aber wir bekommen dafür eben hier auf dem Backcover ein paar Ausschnitte aus dem Film. Wir bekommen natürlich die großen Cast and Crew Informationen, dann das Bonusmaterial, das natürlich im Vergleich zu Heimkino-Veröffentlichungen von vor ein paar Jahren wieder massiv abgespeckt wurde. Und können dann einen Blick auf das Frontcover-Artwork werfen. Und da hat Disney aber meiner Meinung nach wieder ein absolut geniales Motiv abgeliefert. Wir bekommen nämlich einerseits so einen aquarellartigen Look mit eben einem Farbspiel zwischen Blau und Orange und Kratzer halt in meinem Fall. Aber bekommen hier eben im Hintergrund, finde ich, auch eben durch den metallischen Schimmer von dem Steelbook wirklich wunderschön eine wechselnde Farbgebung geboten. Genauso wie man dann eben auch bei der Figur mit dem Full Gloss Finish, eben dem Partial Gloss, dafür gesorgt hat, dass sich das eben wirklich wundervoll vom Hintergrund abhebt und dass das Ganze hier dann eben
deutlich kräftiger und deutlich farbenfroher wirkt, sodass man hier meiner Meinung nach ein wirklich cooles Bild hat, das mich ein kleines bisschen erinnert wie dieses Flashdance-Poster-Motiv von Deadpool 2, nur dass es halt eben irgendein Typ aus Star Wars ist und nicht Deadpool, der diesmal nicht halt von Pistolenhülsen angeregnet wird, sondern von was auch immer das hier im Hintergrund sein soll. Aber meiner Meinung nach eigentlich ein grundsätzlich wirklich schönes Motiv. Dann bekommen wir auf dem Backcover Rey zu sehen, die ebenfalls in diesen schönen blauen Aquarell-Look eingearbeitet wurde. Wobei man muss ein bisschen aufpassen bei diesem offensichtlichen cinematografischen Crossover, weil der Slenderman hinten schon auf sie wartet. Dafür haben wir aber da auch eben einerseits den recht schicken Metallic-Effekt. Nur bei diesen weißen Flächen finde ich es eben ein bisschen seltsam, wie eben bei Bewegung von dem Steelbook, da diese Grundierung dann hervortritt. Das hat man, finde ich, bei anderen Steelbook-Designs schon besser hinbekommen. Aber grundsätzlich finde ich es ganz cool, dass man eben auch hier den weitestgehend gleichen Look beibehalten hat, mit dem Charakter von Rey eben mit Partial Gloss versehen und dem restlichen Steelbook Backcover nicht. Außerdem finde ich irgendwie so diesen Farbverlauf relativ cool, sodass man hier eigentlich ein recht schönes, fast durchgehendes Motiv hat, was natürlich meiner Meinung nach nur noch schöner gewesen wäre. Hätte man einen anständigen Spine produziert, wäre dort der Filmtitel, beziehungsweise würde das Ganze eben diesen farblichen Look nicht einfach komplett durchbrechen. Außerdem, wenn ich das Steelbook öffne, kommt mir gleich ein geht's doch wirklich scheißen. Außerdem haben wir drinnen dann drei verschiedene Discs. Wir bekommen auf der einen Disc die normale Blu-ray-Fassung von diesem Film. Dann haben wir auf der anderen Seite eben einerseits die Blu-ray 3D-Fassung und dann darunter eine weitere Bonus-Disc mit meiner Meinung nach einem wirklich, wirklich coolen Motiv drauf. Finde ich irgendwie auch sau cool, dass das Ding in schwarz-weiß gehalten ist. Ebenfalls finde ich eben diese Szene hier wirklich gelungen für das Innenartwork. Man kann das Ganze nämlich sogar trotz 4K-Optik wirklich ganz nah vor die Linse holen und bemerkt einfach, dass man hier logischerweise und wie von einem aktuellen Film natürlich auch nicht anders zu erwarten, ein wirklich qualitativ hochwertiges Bild gefunden hat, das meiner Meinung nach auch wirklich absolut perfekt in das Innere von einem Steelbook passt und einfach nur großartig aussieht. Im Endeffekt muss man in diesem Fall wieder mal von einem absolut zweischneidigen Schwert sprechen. Ein Steelbook, das mir grundsätzlich eigentlich relativ gut gefällt, mit einem großartigen Innenartwork, sehr coolem Design vorne und hinten, wo aber Disney eben einerseits jetzt einmal, abgesehen von diesem Blödsinn, wieder mal in die Kerbe schlägt mit dem No-Filmtitel-Spine, aber das sind wir ja mittlerweile eh nicht anders gewohnt, was soll man da noch groß sagen?